Ja, aber eigentlich, also, ich glaube, ich habe, wie gesagt, ich habe die auch mal, glaube ich, bei EMP gesehen. Disney, Tasse. Pocahontas. Wenn wir das hier laden. Ja, oder? Es gibt die ja halt tatsächlich bei GameStop hier. Haben wir einen Link gepostet? Hat sie tatsächlich eine Fischform? Das wäre witzig. Ich kriege doch keinen Kaffee, muss 15 Sekunden meine Einheit sitzen. Ja, ich kenne ja dieses Problem, Wolli. Ich habe das dann auch angefangen, einfach. Was ist das denn? Ach so, wir sind in Asgard. Ach, stimmt, wir sind noch in Asgard. Ach Gottchen, da haben wir aufgehört. Alles wird verdrängt, was wir letztes Mal gespielt haben. Ich habe nur normale Tassen. Ich habe viele mit Vögeln. Vivaldis Forge. Ich habe eine One-Piece-Taste, eine Star-Wars-Taste, eine Pokémon-Meisterball-Taste und zwei Tassen mit meinem Logo. Oh, das ist auch cool. Hasse das, das hier. Wieso kann man einfach nicht diese Fotos ausstellen? So, wir versuchen jetzt hier erstmal Asgard dann weiter zu entdecken. Es ist nur sehr, sehr verwirrend teilweise. Wir müssen hoch dafür. Das heißt, wir können hier eigentlich wieder rausgehen. Ich habe meinen ganzen Tag voll Tassen. Sehr viele Star Wars-Tassen, sehr viele. Ich weiß gar nicht. Ich hatte eigentlich immer nur. Ja, ich habe hier. Ich habe ein Sammelsurium von verschiedenen Tassen, aber jetzt nichts. Ist eigentlich meistens nur Vögel. Aber ich habe nicht so. Bin nicht so der Mensch, der, dass jede Taste gleich aussieht. Das finde ich langweilig. Ach ja, und ich habe damals von der ersten Staffel von Digimon auf RTL 2 lief eine Digimon-Taste. Lief eine Digimon-Taste. Wie scuffed habe ich das jetzt gut vorgelesen? Sehr, ich weiß. Ach, Digimon war schon cool. Und trotzdem immer eine und dieselbe. Ja, man hat irgendwie seine Favoriten, ne? Ist euch das eigentlich auch? Was achtet ihr eigentlich mehr darauf, was für eine Form eine Tasse hat? Oder was eigentlich auf der Tasse drauf ist? Ich finde den Hirsch so geil. Der Hirsch ist mega cool. Ich mag den auch richtig, richtig gerne. Muss ich jetzt hoch? Ja. Oh. Hier ist. Oh. Oh, hä? Ah. Ich glaube, ich kriege jetzt. Ich sehe jetzt schon wieder, dass ich einen Anfall mit dem Klettern jetzt kriege hier. Ich probiere jetzt einfach mein Glück und hoffe, sie kommt einfach hoch. Das ist auch immer, was ich im Kerl sage. Was? Kurzstrecken-Hirschi. Ja, er ist wieder da, der Kurzstrecken-Hirschi. Ist auch wirklich eine kurze Strecke mit dem. Bei einer Tasse kommt es nur auf die Größe an. Und dafür nach Mille eignet sich nicht als Kaffeetasse. Ist ja auch komplett am Übertreiben wieder, ne? Also, wir sind schon mal halbwegs weit. Ich sie gerade auch noch die Hufgetrappe gehört, aber hier Kurzstrecken-Hirschi steht da noch. Haben wir denn jetzt. Oh, hätte ich jetzt auf die andere Seite hochklettern müssen? Was passiert eigentlich, wenn ich in Asgard sterbe? Okay. Ich fürchte, ich hätte auf die andere Seite hochklettern müssen. Ja, dann klettern wir halt wieder runter. Dann klettern wir halt wieder runter. Ich habe eine Donkey Kong-Tasse in Fassform. Oh, das ist auch geil. Wieso wolltest du den Timer von Streamyard jetzt nicht? Nein. Wollte ich nicht. Ich mag das nicht. Ich mag es, weil das Ding ist halt, ich lade die Sachen auch bei YouTube hoch und dann hast du die ganze Zeit diesen Stream Raiders-Button da drin. Siehst du, und jetzt, das meine ich. Ich hab gerade noch gesagt, ich kriege jetzt einen Anfall, wie die hier hochklettert, weil die da schon wieder nicht hochkommen möchte. Mahlzeit, meine Damen und Herren, guten Morgen, Nils. Ausrufezeichen Raiders, ihr könnt jetzt Truppen setzen, wenn ihr wollt. Ich habe Keramikbecher oder ich nehme meinen Thermosbecher. Stream Raiders? Meinst du etwa Raiders? Yes. Komm ich denn hier hoch? Hä? Oh, jetzt bin ich hier hochgeklettert und komme da gar nicht hoch. Manu. Kann ich hier hoch? Warum müssen denn die Asgardianer einfach alles so mega ordentlich bauen, dass man da gar nicht hoch kann? Ah! Are you freaking kidding me, Ava? Oder wie auch immer, wie wir dich hier gerade nennen. War ja dein neues Lieblingsspiel. Ja. Raiders dachte, das heißt seit 20 Jahren Twix. Ich kannte das gar nicht als Raiders, ehrlich gesagt.
bin allgemein kein Fan von Tricks. Ich mag nur Maß davon und auch nicht mehr so in der ganzen Gänze. Weiß nicht, wie ich da hinkomme. Also ich habe eine Vermutung, aber... Wie komme ich denn da zum hin? Das Mittlere. Du bist ja auch ein Küken, Isa. True. Aber vielleicht zu anderen Leuten hier auch nicht mehr. Aha. Ach, so kommt man da runter. Okay, dann muss ich ja ganz hoch kommen. Aber wie komme ich denn da hoch? Oder warte, kannst du einfach hoch? Nee, hä? Warte, wir probieren was. Ich mach mal kurz die Sheet. Nimm einfach den Fahrstuhl. Ich weiß noch nicht, wo der Fahrstuhl hier ist, Finny. Und wenn du den Vogel nutzt, der kann keine Truhen aufmachen. Vogel dumm. Also Vogel dumm. Denkt daran, eure Einheiten zu setzen. Ihr solltet eigentlich auch immer ein akustisches Signal bekommen, wenn ihr eine neue Einheit setzen könnt. Kann man jetzt hier so... I'm not quite sure, ob ich nicht jetzt zu hoch bin. Guten Morgen, Franco. Schön, dass du da bist. Es geht. Hallo? Hä? Hallo? Wieso kann die sich jetzt nicht hier abhängen? Willst du mich verlatzen oder was? Das Glück kann man überall hoch und runter klettern. Überall. Frank kommt rein, guten Morgen und macht nicht Eier. Ah. Ich hab den Charme verloren. Manu. Oder Franco ist einfach nicht mehr so jemand 2021. Er herrscht nur noch Zucht und Ordnung. Muss auch mal anders reinkommen. Okay. Wie kann ich denn... Hey, das sieht halt alles so aus, so nach dem Motto, kletter hier runter, aber kletter hier nicht hoch. Warum ist so richtig... Wieso ist hier ein Seil, verfluchte Axt? Wie soll ich denn da drankommen? Ist das nur aus Jux und Dollerei da? Wieso kann man hier nirgendwo hochklettern? Was ist das? Mann, oh, das ärgert mich gerade einfach voll. Meh. Are you kidding me? Ich lese da gerade Franco die Risotto raus. Sehr gut. Hätte mal eine Idee, wie ich da hochkomme. Also ich glaube, mein Ansatz war eigentlich gar nicht so verkehrt, nur Eva verarscht mich halt. Geh nochmal hoch. Ich bin der Überzeugung, dass das der richtige Weg war.
der festen Überzeugung. Festen Überzeugung! Hallo Mama Isa, ja, ja. Immer die Mama Isa. So, ihr habt noch 7 Minuten. Gottchen. Ihr habt noch 7 Minuten und dann ist das Battle schon ready, also Ausrufezeichen Raiders, wenn ihr noch irgendwelche Einheiten setzen möchtet, tut es jetzt. Was ist das? Achso. Das ist ein Brief. Großer Ü-Tag heute. Was für ein großer Ü-Tag. Überraschungstag? Vor allem hier kann sie das einfach so, ja, ich mach das, kein Ding. Ich springe gerne runter. Das ist überhaupt kein Problem, Spieler. YOLO und so. Rennst du aber hier nach vorne hier hin und dann sagt sie so, nö, kann ich nicht. Also mache ich jetzt zweimal das gleiche. Ja. Das kann halt nicht sein. Wieso kann sie denn nicht auf diese Ebene hier drunter? Okay, bringen wir uns halt um. Aua. Aua. Au. Hoppla. Wie kann ich eigentlich mehr Truppen setzen? Dürfte nur eine Einheit setzen. Du hast unten einen Timer, Nils. Du kannst alle 5 Minuten eine Einheit setzen. Sein, du hast jetzt quasi in den letzten 7 Minuten irgendwie eine Einheit. Ne, wobei. Hoppala. Toll, Bein gebrochen. Komm rein, Isa stirbt. Ja, Luzi. So geht's mir mit dir. Guten Morgen, Luzi. Schön, dass du da bist. Ja. Du bist schuld, Luzi. Luzi verbringt Pech. Das sei doch der Teufel. Was soll man erwarten? Kann man sonst hier irgendwo anders sich abhängen? Warte, wo ist die Truhe? Die ist doch eigentlich... Ach, guck mal. Die ist ja eigentlich hier, ne? Sehr gut, Isa. Und jetzt weiß ich auch noch nicht. Probieren wir mal. Achso, nee. Ja. Vor allem, wie sie einfach in diesem Ding steckt. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ich gehe ja schon wieder. Nein, nein, bleib ruhig hierher. Komm hoch 2. Bring Pech in Essence zu viel für Halle und Chanty bringt Glück in Vollgas. Hm. Wie schön einzigartig ihr seid. Irk. So, keine Ahnung, wie wir da dran kommen. Wir ignorieren das jetzt erstmal. Glaube ich. Probieren wir die 2 anderen Punkte hier vorne eben zu machen. Einheiten! Einheiten, Leute! Wie viele Minuten noch? 4 Minuten noch! Wo ist dein Kurzstreckenhirschi? Kann Kurzstreckenhirschi überhaupt so hoch? Ich komme ja nicht mal zu mir hoch. Hirschi? Hä? Die rechte Flanke braucht Unterstützung. Oha, jetzt wird hier schon so Strategien gemacht. There you go. Also irgendwie ist Asgard schon ein bisschen anstrengend. So von wie es eingerichtet ist und wo man her kann und wo man nicht her kann. Es ist hübsch, aber es ist schon... Also ich glaube, Nils, dir sofort, wenn du sagst, so, es ist schon an manchen Stellen einfach anstrengend. Zu klettern und sowas. Oh, da ist ein Hundi. Oh, da ist ein Hundi! Ein Augenblick. Da sind sogar 2 Hundis. Hallo, Hundi. Hi. Hä, hey, wieso, Wolli? Ich bin noch da. Ich
Wir rollen die von unten auf. Wer rollt was von unten auf? Oh, läuft der mir jetzt hinterher, Hundi? Oh, kommst du auch runtergeklettert? Weil ich runterklettern kann. Dago! Rechte Flanke, achso. Achso, rechte Flanke bei Raiders wollte ich auch. Das war. Wo muss ich? Hä? Okay. Das ist immer noch. Ach ja, okay. Das ist ein Wasserfall. Oder kann man hier. Ja, man kann hier durchtauchen. Hey, wir haben was gefunden. War mir schon ein bisschen gut. Mann, ich nutze mal deinen Paladin als Mitschu. Do it! Klingt auch so schön. Hey, ich benutze dich mal als Mietschild, okay? Ja, kein Problem. Freue ich mich drüber. Oh, eine Minute, Leute. Dann geht das erste Battle los. Das ist ja cool. Seid ihr schon aufgeregt, was abgeht? Ich möchte meine Stimme übrigens einfach nicht zu überstrapazieren. Deswegen rede ich nicht so laut gerade. Meine Nase geht halt so ein bisschen zu. Also nimmt mir das nicht übel, wenn ich so ein bisschen schläfrig heute wirke. Liegt das einfach daran, dass es mir nicht so gut geht? Ich habe ja noch nie Katze gestreichelt. Ja. Quite easy today. Oh. Ich verstehe. Wir machen eben noch Bum Bum Kabum und dann geht das Battle los. Und dann ich in Don Juliox. Julio? Julius? Don Julius? Willkommen beim Zurück, schön, dass du da bist. Ich meine jetzt Bum Bum. Nein, nicht reinlaufen, das Brett jetzt. Ist das physikalisch überhaupt möglich? Eine Quiet Isa? No. Das steht mir nämlich nicht in den Genen. Du hast eine Katze auf deinem Boot? Wie geht das denn?